Deutschland braucht mehr Ersthelfer. Das sagt Dr. Thomas Etti, Chefarzt der Notaufnahme in Cham. Doch was ist zu tun, wenn ein Mensch zusammensackt und regungslos liegen bleibt? Großen Wert legt der Notarzt auf die Maßnahmen der Ersthilfe und erklärt. Die Laienreanimation ist quasi der wichtigste Punkt. Denn das ist der absolute Schlüssel zum Erfolg, der Schlüssel zum Überleben der Patienten. Es gibt hier ein kleines, wenn man so will, Sprichwort, etwas, was man sich merken soll und was man sich merken kann. Es heißt, prüfen, rufen, drücken. Reden Sie mit mir. Hallo, machen Sie bitte die Augen auf. Nicht ansprechbare Person überprüfen auf die Reaktion, prüfen auf eine Atemtätigkeit, die rufen, Hilfe rufen oder Hilfe rufen lassen und dann drücken. Und so lange drücken, bis das Rettungsteam kommt. Quasi in der Mitte des Brustbeines werden die Hände verschränkt aufgelegt. Der Oberkörper wird mit gestreckten Armen über den Brustkorb gebracht. Und dann wird mit einer Frequenz von ca. 100 Mal pro Minute wird der Brustkorb eingedrückt. Bei diesem Algorithmus, wenn man so will, prüfen, rufen, drücken, ist die Atmung, Beatmung, Atemspende nicht dabei. Aber derjenige, der es kann, der soll unbedingt eine Atemspende im Rhythmus 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen, 30 Mal weiter drücken, in diesem Rhythmus dann vornehmen. Und falsch zu machen, können Sie nur eins, nämlich nichts machen.